So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ramses am Mittwoch, genau. Gestern ging wieder mal alles schief, was schief gehen konnte. Den ganzen Tag hat man damit zugebracht, den Community Raid abzuhalten, bis wirklich endlich mal eine Arena aufging. Das hat sich alles so überschnitten. Der ist dann nachts erst rausgekommen sozusagen, wo man sonst immer bis spätestens 15 Uhr das Video hatte. Der Stream wurde auch gestern abgesagt. Das ist auch nichts geworden. Jetzt habt ihr den Tag von gestern in den Knochen. Mir geht's richtig räudig. Trotzdem, heute Abend freue ich mich auf die Raid Mania mit Kabukime und eure Einladungen. Und mein Zollwurf ist noch da, der sitzt jetzt drüben mit dem Hannes, der muss den Hannes zurückhalten, ne? Dass der nicht, und der Rest ist Quatsch. So, wir haben jetzt wieder auf jeden Fall die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche und es ist so warm. Ich bin froh, wenn ich das gleiche wieder ausziehen kann, es ist einfach nur die rote Nase auf dem Kopf und rotes Gesicht und sieht irgendwie alles komisch aus oder auch nicht. Aber, Highlights der Woche, so. Angefangen hat die Woche hier beim iScorp Jens, der hat nämlich ein 100% Latias bekommen aus einem Raid in Zaragoza. Dann bin ich mit Drachik Glücksfreunde geworden. Der Klabaudermann hat mir ein Bild geschickt, immerhin springt Adi nicht in deinen Monitor. Doch, immer wenn ich am Fernseher was drauf habe, von YouTube, Spieletrend oder was eigenes, klettert der Adi auch immer da vorne hin und hüpft da durch die Gegend. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, wenn da immer hier diese Bälle da sind. Ne? Ist also, wer eine Katze hat, der weiß, wie das ist. Ich kann nicht reden. Und es ist so warm. Kuselinchen hier. Kuselinchen mit einem Shiny Nasknet dabei, plus noch einem Shiny Lampi gefangen. Jojo zeigt uns seine Ausbeute. Ganz nett, beiden 100% bekommen. Da sieht man nämlich das Rote und da sieht man auch das Blaue. Und das Blaue ist auch entwickelt und groß und fett und stark. Ganz viele Shinies sind auch dabei. Dann ein Bild vom NetGhost. Wenn der Ramses ein Hund wäre, würde er sicherlich so aussehen. Und ich finde das total toll, weil ich finde diesen Hund auch total süß irgendwie. Und wie der guckt. Und irgendwie merke ich dann, dass wir eigentlich noch nichts gegessen haben und Hunger haben alle. Henry Nicky, auch Glücksfreund geworden. Perfektes Geschenk zum Geburtstag beim Henry Nicky. iScorp Jens, Shiny Wuffels bekommen, aus einem Ei gebrütet, nicht aus einem Raid. Specky, Glücksfreund geworden, den habe ich jetzt 3 Jahre gesucht, dass wir unseren Glückstrade machen. Und direkt beim Glückstrade, beim Lucky Trade, sind wir wieder direkt glücklich geworden. Patsch ist auch glücklich geworden im Stream, da haben wir gegeneinander gekämpft. Dann Henry Nicky aus dem Ei bekommen, auf dem kleinen Account, 100% Mann-Tirps. Hebt die auf, hebt die Babys auf, entwickelt niemals das Baby. Ihr könnt Mantags überall als 100er herbekommen, aber das Mann-Tirps nur aus dem Ei. Entwickelt bloß nicht solche Babys. Henry Nicky hier nochmal, 100er Pikachu mit Ballons, mit Moonlight bin ich Glücksfreund geworden, mit Strange Love bin ich Glücksfreund geworden. Benjamin hat uns gezeigt, die haben zu viert einen Mega Latios Raid gemacht, also Latios, der blaue, der also eigentlich nützlicher ist, aber weniger Verteidigung hatte wie der rote. Andere sind zu 10 dran gescheitert, die haben den zu viert gemacht mit 20 Sekunden Restzeit. Das ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer gewesen. Benny, Rudel, Dino, Denise und Supernatural, alle dabei, alle 4. Dann Benjamin Engel, außerdem hier noch ein Shiny Togepi gebrütet. iScorpions bestellt beim Lieferservice von Ramses der Digge, wurde geliefert, letzter Ball, puh. Das war auch ziemlich nervig bei den Flugzeugen, dass ihr meistens immer nur so 7 bis 9 Bälle hattet, durchschnittlich also 8. Und den meisten einfach alles abgehauen ist, die nichts fangen konnten, aber auch hier ein blaues Flugzeug, 100% Chevy Art, auch wieder Glücksfreund geworden. Dann Shinaya, Shiny Mauzi bekommen, Shiny Latios, Shiny Wingull, Shiny Latias. Erlöstes 100er Traumfugil. Drittes Schunde aus der Forschung, auch bei Shinaya. Ein Velursi, Shiny 100er aus der Forschung. Aluhut, Shiny Mantax. Aluhut, Shiny Dodo, Shiny Remoraid, Shiny Glurak, Schwarz Fliegen gab es ja jetzt in dem Event überall an jeder Ecke beim Flugluftabenteuer. Luftabenteuer, Air Adventure, genau. Hab nämlich wieder viele Screens bekommen, wo halt 2 Gluraks aufeinander gesessen haben. Guck mal, Schocker der Woche, weil ich das ja mit dem Mega Bisaflor, mit dem Bisaflor gezeigt habe, aber jetzt in dem Event saß das halt wirklich an jeder Ecke, also dass man damals 2 oder mehr sogar gesehen hat,
war jetzt dann nicht so brutal. Dann weiterhin hier Aluhut, Shiny Wingull, Shiny Wuffels, na endlich der erste, Shiny Baumball, Shiny Dummiesel, Shiny Garados, Shiny Kryptotragosso, Shiny Goldini, Shiny Baumpel, Panzer Aeron, Celal, der hat mir nämlich wieder, ich glaube 180 Bilder geschickt von Celal, wo ich das meiste musste ich total feiern, aber trotzdem rauslassen, damit das nicht so vollgestopft wird. Hat hier ein 100er Glücksscharnierer mit Blumenkranz, ein Shiny Hut, Shiny Mauzi, dann, erkennt das, unten schräg rüber rechts P, zack, Hadouken, also von Street Fighter, wie man da immer Spezialmoves machen konnte und vor allem immer diesen Energieball wegschmeißen, finde ich toll. Wer das halt kennt. Kennt ihr das? Schon mal Street Fighter gezockt? Gibt es jemanden, der noch nie Street Fighter gezockt hat? I found my little brother, trying to get a Pokestop right next to our house, but from inside. Also wenn er mal wieder in der Ecke steht, wisst ihr, er versucht irgendwie an den Stop zu kommen, der jetzt neu beim Haus ist. Wunderbar, sowas wünscht man sich doch und man kommt halt einfach nicht ran. Muss man halt umziehen oder öfters mal rüber zum Nachbarn gehen, wenn das passt. Dann noch ein 100er erlöstes Staralili hier beim Celal, Shiny Wingull mitgenommen, 100er FM, ausgebrütet aus dem 7-Kilometer-Ei, Shiny Pikachu mit Luftballons, 100er Pikachu mit Luftballons. Es gibt immer diesen einen Kumpel, der Geld für Skins ausgibt. Sehr auffällig, der Peter Griffin, wer kennt ihn? Dann dieses Bild, haben wir auch schon mal gehabt. Habe ich jetzt trotzdem nochmal wieder mit reingenommen, weil es jetzt auch dazu gepasst hat, zu Latias und Latios mit dem Flugzeug, wie es da sitzt und trinkt. Dann Latinas, Latinos, fand ich auch irgendwie lustig. Ich glaube, das muss das Bild vom Thumbnail sein. Das muss da rein. Shiny Enton da noch mitgenommen von Celal, Shiny Pipi, Mega Garados, bzw. Mega. Eigentlich ist es ja ein Melmetal mit einem Mega Garados Hut, gibt's auch. Nochmal Shiny Enton. Na Yendik, Mega Raids now easier und dann Latios und Latias. Also die haben wir angekündigt, die Mega Raids werden leichter und dann hat na Yendik gleich wieder zack die Megas reingebracht von den Legendären. Ich fand es eigentlich cool, dass das eine Herausforderung war, aber wie ihr seht, wird sich halt total drüber lustig gemacht, weil man die Spieler so ein bisschen veräppelt, ne? Wird leichter und dann zu 10 nicht geschafft, weil die ultra stark sind. Ist das trotzdem aber eine abgeschwächte Version? Vielleicht hätte man ursprünglich sogar wirklich 20 Mann gebraucht, um überhaupt einen legendären Mega-Raid zu machen. Weiter Celal, Shiny Driftlon, Shiny Mauzi, 100er Enton, Shiny Yorklef, Brutalanda, 100er, nein, einfach nur Brutalanda, weil es halt ein seltener Spawn ist, Shiny Dummiesel, Shiny Mantax, Shiny Lapras, 100er Remoraid, in Glücks, Shiny Flurmel, dann ein King Kong, der in der Suppe, der das ist Milch, ne? Machst du Kakao? Schoko King Kong, der zusammenschmilzt und wer steht davor und macht das? Natürlich der Godzilla, weil die sind ja Feinde. Die mögen sie ja nicht, fand ich auch toll. Celal noch hier mit einem Shiny Sneeble, Shiny Lampi. Hast du einen Staubsaugroboter auch einen Namen gegeben? Ja, der heißt Kevin. Wieso Kevin? Der ist so oft allein zu Hause. Auch sehr lustig, wenn es nicht so warm wäre. Oh. Shiny Baumpel noch bei Celal, Shiny Ladybar. Zieh in meine erste eigene Wohnung, GEZ. Reibt sich schon die Hände, wartet schon ganz gierig. Ich kaufe einen Hund, damit er das Haus bewacht. Und was macht der Hund? Nur Faxen, ne? Grüße gehen raus an Thomas. Celal hier nochmal, Shiny Snubbull, Shiny Schwalbini, Shiny Mangunior, 100er Maskeregen, 100er Latias beim Marco FedEx. Ich glaube, wir sind fertig mit den Celal-Bildern. 100er Latias, Marco FedEx, 100er Slime aus dem Feldforschungsdurchbruch. Marco FedEx auch sein Latias, Latios, beide auf Level 50 jetzt gepusht. 3968, 4310, da seht ihr also, dass der blaue höher kommt wie der rote. Hat auf dem Weg zu den XL ein paar Shinies sich auch mitgenommen, hat jetzt insgesamt von Latios also 11 Shinies und von Latias 6 Shinies. Ihr könnt ja eure Ausbeute auch mal reinschreiben, jetzt wo die wechseln, wie viele Shinies ihr jetzt habt von den zwei Flugzeugen. Lost Lift, bin ich jetzt Lost oder ein Lift? Ist das relativ, oder ist das relativ neu, dass die Pokémon verschwinden, wenn man den Bildschirm nach unten zieht? Ist mir noch nicht aufgefallen, ich ziehe nämlich nicht. Aber kann man ja mal ausprobieren. Waren ein paar coole Sachen dabei die Woche. Shiny Entoron, Shiny Enton, Shiny Baumpel,
Shiny Obai, Shiny Flurmel, Shiny Abra, Shiny Raupi, Shiny Nocturne, blaue Boxhandschuhe, sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Lost Lift noch mit 100% Garados, 100%, boah, ist hier wieder Latios, genau, das was eigentlich rot klingt, aber blau ist, 100% Pikachu mit Ballons, 100er Doru, 100er Velursi, Shiny Marmolita aus einer Forschung von Wanne 3. Dann Alexander Ahringer, der hat mir wieder laute Bilder geschickt, dass er einen Schilling gefunden hat in den Arenen, die habe ich alle weggelassen. Nachdem man das letzte Mal sogar verwechselt hat, habe ich das jetzt weggelassen. Und deswegen haben wir jetzt hier nur aus der Lobby den Kampfbild, Alexander und Daniel. Dann ein Shiny Karadonis, endlich, für Raider Mittwoch. Endlich mein erstes Krypto-Shiny für Raider Mittwoch. Und dann kommt schon Cheffe um die Ecke und zeigt uns hier, absolut geile Woche. 100er Erlös ist Potrot, 100er Carbador, Shiny Krypto Traumado, Shiny Latias, Shiny Dodo, Carbador, Driftlon, Shiny Slimer, Shiny Carbador und nochmal Traumado. Mit anderen WP auch als Krypto Shiny. Plus nochmal 100er Carbador, nochmal 100er Baumbill und schon wieder ein erlöstes 100er Potrot. Warum nicht? Warum ist Potrot eigentlich nicht das Maskottchen vom Kanal? Das ist doch mindestens genauso süß wie Raupi. Dann zweites Rabauts gestern gebrütet. Robert ein 100er mit einem Shiny Rabauts, 100er Latios und ein drittes Shiny für Raider Mittwoch, auch wieder Rabauts. Also wer Shiny Rabauts braucht, schreibt alle mal dem Robert. Der hat nämlich da ein paar zu verlosen. Oh, oh mein Gott, es ist so warm. Habe ich schon erwähnt, dass es warm ist und überhaupt. Sören, wenn mal Just for Fun Labras Raid macht, ne, gibt's direkt 100er. Ich müsste eigentlich auch Labras Raids dann machen, weil ich ja XL-Bonbons brauche. Ich wollte die aber nicht aus Raids erkaufen. Ich wollte die ja trotzdem vielleicht mal bei einem Event, wo das Wild spawnt. Jetzt packe ich es wieder in die Raids rein beim Wasserfestival. Aber gut, könnt ihr auch aus den Forschungsaufgaben ziehen. Daniel Love, der ist für dich Ramses. Das finde ich sehr gut. Der fehlt mir nämlich noch als 100er. Der ist für mich. Heißt es, den habe ich jetzt auch bei mir drauf. Noch was, 100% Staralili, aber erlöst. 100er Carbador beim Libera Forett mit 10 WP. Wie viel WP hat das 100er? 10. Kann aber auch 0 sein. Oder 50. Dragonite, 100er Latias noch mitgenommen. Carlos, dem ist das zweite 100er Latias geflüchtet. 2006 sieht man hier. Luigi Serrada, nur die Eier geben mir noch was Gutes. Zu was soll ich es entwickeln? Zu Xiaogon. Ich weiß nicht, da gibt es ja das eine und das andere. Das eine sieht gut aus, weil das so goldig ist und so hell. Und das andere sieht irgendwie... Müsste ich bei mir noch mal reingucken. Am besten entwickle es gar nicht. Ich würde es einfach so lassen. Und erst wenn du 3 hast, dann 2 entwickelt, eins so lassen, dass die Familie voll ist. Ein Shiny Taubsi ist aufgedacht. Luigi Serrada immer noch. Ein weißes Andy Project. Danke für das 89er Shiny mit Wetterbrust. Ben. Auch ein Shiny. La. Tios. Du kommst du gleich dann mit den ganzen Farben. Dann Lukas, wow, auch Shiny mitgenommen hier. Die Familie ist voll beim Lukas. Shiny Anton, vielleicht was für Raid am Mittwoch. Chill Boris, 100er Despotar. Ballons für Raid am Mittwoch. MTV Frost mit Shiny Pikachu Ballon. Dubby, Shiny Marmolita, Shiny Glurak. Das war noch in der Forschung. Habe vergessen zuzuschicken, es zu schicken hier, Dabi, genau, Dabi, wunderbar. Dann Benjamin Engel, der hat jetzt ja wieder probiert, was hat er nochmal probiert, Mega Turdok zu zweit zu machen. 78 Sekunden Restzeit, nur mit Mega Bisaflor drin. Lennart hier auch ein Shiny Latias noch mitgenommen, gleich mit Bewertung dabei. Lennart zeigt uns den Mega Rauch, den man einfach entwickelt und dann weiß nicht, was der macht, sieht aber auch lustig aus, vor allem im Hintergrund mit dieser Grafik, wenn man den schon mal entwickelt hat. Dann hat er aus einem Glückstausch ein 98er Mewtwo von Julchen bekommen. Thomas Speck, nicht der Thomas, aber der Speck, 100% Kapokime. Vielleicht heute Abend auch bei der Raidmania, wer weiß das schon. Dann 100er Mauzi noch mitgenommen, dieses fällige Hannes, Shiny Mirapla, Shiny Ilezeba, Shiny Krypto Owei, Shiny Schlurp, 100er Eboli aus dem Tausch von Bianca bekommen, 100er Kikugi aus dem Tausch von Bianca bekommen, Tyler Stuck, ja auch 96er Shiny, Lübeck,
geradet. Hier noch ein Shiny aus Zaragoza, immer noch beim Tyler. Die Annika auch Shiny mitgenommen, auch Shiny Latios, das Grüne. Der Tod hat bei Discord was geschickt. Sieht man ja, wie es aussieht. Das muss ich so machen. Wieder einmal Danke hat er auch noch geschrieben, auch aus Raids für Zuschauer, denke ich mal. 100% Latias, auch für den Tod zum Mitnehmen. Und noch ein Shiny hinterher. Cumulus 1310, nice, 100% Labras mitgenommen. Jojo, nett, was man so alles aus dem 10-Kilometer-Ei bekommt. 100% Wuffels. Ich bin ja immer am 12er Brüten, wo ich mittlerweile denke, wozu eigentlich? Ich weiß nicht mal, was ich eigentlich gerade suche in den 12ern. Seitdem ich auch meinen Glückseintrag habe vom Molungo der Entwicklung, bräuchte ich eigentlich gar keine Eier mehr, glaube ich. Und Brainish denn da beim Kleinen noch gefunden, noch ein 100er Läufeo. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und dafür mache ich schon mal den ersten Knopf hier auf von dem Hemd. So, jetzt der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht aus der Community. Ich habe nämlich was gesehen und das mache ich eigentlich sehr selten, aber ich wollte es trotzdem jetzt mal mit reinnehmen, weil ich nicht wusste, was bei den anderen Sachen jetzt das Heftigste war. Der Schocker der Woche kommt aus Facebook vom Thomas Müller. So haben damals nämlich die Raider Mittwochsachen angefangen, dass ich so heftige Sachen mit reingenommen habe. Aber das ist ja öffentlich kaum zu glauben, oder? 2 Schundos in 4 Tagen, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Am 3.5., am 7.5. jeweils ein 100% Shiny Latios bekommen auf 21,78. Das fand ich auf jeden Fall krass, das fand ich stark. Ich gucke sonst nie großartig da durch, aber immer wenn ich mal auf Facebook was posten will und sehe dann in den Neuigkeiten dann sowas, da bleibe ich auch mal kurz stehen und guck mir das an. So, und es fällt natürlich auf, dass irgendwie gefühlt jeder zweite einfach Thomas heißt. Thomas 1, Thomas 2 und so weiter. Da drüben sitzen zwei, die heißen nicht Thomas, das heißt, ich bin der Thomas aus dieser Runde. Fand ich aber stark, dieses Bild, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Boah, also das Video noch fertig machen und dann nochmal was essen und dann abends noch. Oh, warum ist alles so anstrengend? Das liegt nur daran, weil es so warm ist, glaube ich. Wenn euch auch warm ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns heute Abend. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Den seht ihr heute Abend nämlich auch.